Mit Courage gegen Rassismus. Emstal Christine Brückner Schule beteiligt sich an bundesweitem Netzwerk. Bad Emstal, der Anspruch ist hoch. Seit Donnerstag darf sich die Bad Emstaler Christine Brückner Schule so offiziell Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage nennen. Damit ist sie zum Teil eines Netzwerkes, dem bundesweit rund 3600 und hessenweit 141 Schulen angehören. Es ist eine Selbstverpflichtung, die Schulgemeinschaft Lehrkraft für Schule eingeht. Sich einsetzen für die Menschenwürde gegen Diskriminierung jeglicher Art. Klaus Sprafke vom staatlichen Schulamt hat während des kleinen Festaktes in der Aula der Schule, bei dem es 45 Schüler der 10. Klasse dabei sein durften, an einem Beispiel aus seiner Schulzeit deutlich gemacht, worum es geht. Damals, vor gut 35 Jahren, gab es eine Mitschülerin in seiner Klasse, die so war wie alle, erzählte Sprafke. Einziger Unterschied, sie war dunkelhäutig und nur deswegen sei sie massiv rassistisch beleidigt worden, in den Pausen auf dem Schulweg auch vor der Klasse. Erinnere sich noch gut daran, dass sie massiv darunter gelitten hat und dass ich nichts gemacht habe. Er habe zugesehen, statt etwas dagegen zu unternehmen. Ich war nicht der Täter. Aber ich habe mich mitschuldig gemacht, weil ich nicht den Mut hatte, einzugreifen und der Mitschülerin beizustehen. Es wäre gut gewesen, wenn es damals an seiner Schule ein solches Projekt gegeben hätte, wie heute an der Brückner Schule, eine Selbstverpflichtung aller, gegen Rassismus und Diskriminierung aufzustehen. Was sie heute bekommen, ist kein Preis, unterstrich Schulleiter Ulf Inhofer, sondern Verantwortung und Verpflichtung in einem. Jeder an der Schule sei nun aufgefordert, sich gegen Diskriminierung und Mobbing einzusetzen. Imhof dankte seinem Kollegen Heinz Helge Fack, der Anschluss zur Beteiligung am Netzwerk gegeben hatte und gemeinsam mit der Schulvertretung SV in Klammern den Prozess vorantrieb. Dass man die Initiative ergriffen habe, soll zunächst einmal nicht, dass wir an unserer Schule ein Problem mit rassistischen Vorkommnissen, Äußerungen und Einstellungen haben. Betonte Fach. Aber es gäbe auch in Bad Emster Einzelfälle. Als Schule ohne Rassismus geht es nun vor allem um die Frage, wie wir das Schulklima so verändern, dass wir uns gegenseitig achten, respektieren und gewaltfrei miteinander umgehen. Fabio Market war vor knapp zwei Schulsprechern. War zwei Jahren Schulsprecher. Er beschrieb, wie Fach die SV für das Thema gewann, wie man dann viele Diskussionen führte mit Präsentationen allen Altersgruppen das Vorhaben vorstellte. Und am Ende dann die Schüler für eine Beteiligung am Netzwerk stimmen. Steht alles hier drauf. Ich habe es euch gerade vorgelesen. Klappt mir auf die Schulter.